Packen wir den mal weg. Wie kann, wie ihr wünscht. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Yeah. Let's talk more fight. Ja, wie ihr wünscht. Verschlossen. Sweetheart, whatever you like. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Noch ein silbernes Zepter. Oh, das ist eine Bresche. Die konnten wir nicht kopieren. Schade darum. Stab der Furcht. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das heißt, ich kann die letzten beiden Dinger noch einsetzen hier. Mal gucken, was dann passiert. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das dritte Zepter lässt sich leicht in die Spalter der Seite des Sockels platzieren. Es verbleibt nur noch ein leerer Spalt. Dann platzierst du das letzte Zepter in dem letzten freien Sockel. 3000 Erfahrung. Obwohl die Luft in der Kammer stillsteht, schlägt das Becken auf dem Podest kleine Wellen und beginnt zu strudeln. Ihr beginnt an all die Menschen zu denken, die euch in letzter Zeit beeinflussten. Insbesondere... Nein, doch nicht. Ich konzentriere mich und reinige meinen Geist von jedem Gedanken, bis das Wasser sich wieder beruhigt hat. Nein, denken wir mal an den Mann in der Kapuze. Also ja, die denken wir das Wasser ruhiger. Ein undeutliches Bild erscheint auf der Oberfläche, welches schnell klarer wird. Direkt vor euch spielt sich eine Szene ab, die ihr von oben beobachtet, wie es nur ein Gott vermag. Oh, ich kann... Das ist ein Visionsbecken. You came. Good. I wasn't sure you would. Heffernan, ihr seid gekommen. Gut, ich war nicht sicher. I was curious. I had to learn who would be so arrogant, so foolish, as to summon me in such a fashion. Who are you who thinks himself my equal, my better even, judging by your message's tone? Ich war neugierig. Ich musste einfach wissen, warum ihr so arrogant seid, so närrisch mich auf so eine Art und Weise zu rufen. Wer seid ihr, wer behauptet von sich, mir ebenbürtig zu sein oder sogar besser als ich, wenn ich mir den Ton eurer Nachricht vor, so vor Augen halte? Me? I am not but a servant. Ich bin nicht mehr als ein Diener. If you know who I am, you know that I do not deal with the servants of others. If your master would speak with me, I am happy to do so. Or has he grown so weak, even his words can no longer reach this plane? Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr auch, dass ich mich nicht mit den Dienern anderer abgebe. Wenn euer Meister mit mir sprechen will, will ich dem gerne nachkommen. Oder ist er schon so schwach, dass seine Worte diese Ebene nicht mehr erreichen? Do not doubt my master's power or our allies. Zweifelt nicht an den Kräften meines Meisters oder der unserer Verbündeten. You think I doubt the Umbral Accord's power? Ihr glaubt, ich würde an der Macht des Schattenabkommens zweifeln? If you respected it, you would not do as you did in Baldur's Gate. The child of Baal belongs to my master. Würdet ihr sie respektieren, hättet ihr euch in Baldur's Tor nicht so verhalten. Das Kind von Baal gehört zu meinem Meister. I've done nothing to keep the godling from you. Ich habe nichts getan, dass euch das Götterkind verwehren würde. You are trying to influence Baal's spawn. And in doing so, you interfere with my master's business. The Accord will not let this continue. Ihr versucht, Baal's Spross zu beeinflussen, und mischt euch auf diese Weise in Angelegenheiten meines Meisters ein. Das Abkommen wird dies nicht länger dulden. Perhaps you are right. Perhaps not. You do not speak for the Accord. And I do not bow to the demands of some broken fiend's lickspittle. Vielleicht habt ihr recht, vielleicht auch nicht. Ihr sprecht nicht für das Abkommen und ich beuge mich nicht den Worten des Abkömmlings eines gebrochenen Scheusals.
Ja, halt so, wie er sich ständig hin und her teleportiert. Ein entfernter Blick auf einen verhüllten Mann. Hat er sogar Erfahrungspunkte gebracht? Ich sah in einem weissagenden Becken ferne Ereignisse. Im Wasser des weissagenden Beckens konnte ich sehen, wie der Mann mit dem Narbengesicht, dem ich kurz auf meinen Reisen begegnet war, mit einem Mann sprach, den ich schon zuvor gesehen hatte. Ein Diener von Killer Argent. Sie sprachen über ein Kind von Baal. Meinten sie mich, Sarivok, oder hat der Fürst des Mordens noch mehr Kinder, die an der Schwertküste herumwandeln? Jedenfalls lässt mich der Ton ihrer Interaktion an der angeblichen Heiligkeit von Kelas Handlungen zweifeln. Mhm. Mal sehen, kann ich noch mal reingucken? Wie kann ich helfen? Können wir was anderes haben? Während du die Flüssigkeit aus dem Glasfläschchen in das Becken kippst, wird das Wasser langsam klarer. Oh, ich brauche dafür das Zeug. Obwohl die Luft in der Kammer stillsteht, schlägt das Becken auf dem Podest kleine Wellen und beginnt zu strudeln. Ihr beginnt an all die Menschen zu denken, die euch in letzter Zeit beeinflussten, insbesondere Imoen. Als ich an sie denke, wird das Wasser ruhiger. Ein undeutliches Bild erscheint auf der Oberfläche, welches schnell immer klarer wird. Direkt vor euch spielt sich eine Szene ab, die ihr von oben beobachtet, wie es nur ein Gott vermag. Concentrate, girl. Clear your mind of all thoughts. Konzentration, Mädchen. Reinige den Geist von jedem Gedanken. That should be easy. A lot of people say there isn't much thinking going on in there to begin with. Das sollte doch nicht so schwer sein. Viele Leute sagen, dass der Geist sowieso nicht so viel nachdenkt. You are not without wit, Imoen, but that will only take you so far. What you need and currently lack is focus. Euch mangelt es nicht an Scharfsinn, Imoen, doch er wird euch allein nicht weit bringen. Was euch fehlt, ist Konzentration. Forgive me, Duke Janath. It's hard. My best friend is charging into a dragon's mouth and I'm just sitting here. Thinking about magic and stuff. Vergib mir, Herzog Jananta. Eigentlich Herzogin Jananta. Es ist nur schwierig. Mein bester Freund begibt sich in das Maul eines Drachens und ich sitze hier nur rum und denke über Magie und dergleichen nach. If you were truly thinking about magic, you'd not be talking so much. Dachtet ihr wirklich an Magie, würdet ihr nicht so viel reden. I made a mistake. I should never have let them go face Kalar without me. Ich habe einen Fehler begangen. Ich hätte die zulassen dürfen, dass sie sich Kayla ohne mich stellen. In your current state, you'd be nothing but a burden. If you truly want to help your friend, you must focus your mind and your energies on your studies. In eurem aktuellen Zustand werdet ihr nur eine Last. Wenn ihr eurem Freund wirklich helfen wollt, müsst ihr euren Geist konzentrieren und euch voll und ganz euren Studien widmen. You're right. I know you're right. Ihr habt ja recht. All right. What am I supposed to do again? Gut, was soll ich nochmal mal tun? Clear your mind. Euren Geist reinigen. Clear my mind. Right. I could do that. Clearing my mind. Clearing my mind. Mind being cleared. Clear mind. Cleared mind. Clear mind. Ah. Typisch Imoen. Mein Geist reinigen. Gut, das kann ich. Den Geist reinigen. Den Geist reinigen. Geist wird gereinigt. Geist. Reinigen. Reiner Geist. Reiner Geist. Ich sah im Becken eine Vision. Im Wasser eines weissagenden Beckens konnte ich sehen, wie Imoen vor Großherzogin Lia Yanaf in Magie unterrichtet wurde. Sie ist ebenso besorgt um mich, wie ich um sie. Nein, bin ich nicht. Worum geht es diesmal? Pass auf, wo ihr hintretet. An so einem Ort kann jeder Schritt der letzte sein. Mhm. Während du die Flüssigkeit aus dem Fläschchen in das Becken kippst, wird das Wasser langsam klarer. So, jetzt haben wir die zweite Flüssigkeit verloren. Obwohl die Luft in der Kammer stillsteht, ja, kennen wir alles. Jetzt denken wir an Kayla. Als ich an sie denke, wird das Wasser ruhiger. Ein undeutliches Bild erscheint auf der Oberfläche, welches schnell immer klarer wird. Direkt vor euch spielt sich eine Szene ab, die ihr von oben beobachtet, wie es nur ein Gott vermag. Okay. You know my name, you know my cause, but you do not know my story. Mine is a noble family, blessed in every way. The Argents are destined for greatness, or so some think. I thought it myself once. Okay, bevor wir jetzt mit dem Text anfangen, ich finde es sehr interessant, was für ein Gemisch sie hier hat. Also ich sehe Menschen, ich sehe
könnten Halblinge sein. Zwerge sind es, glaube ich, nicht. Ich sehe hier ziemlich viele grünhäutige Etwas. Ich sehe Kobolde da dazwischen. Das hier sieht aus wie ein Zwerg. Ein paar Magier. Aber ich sehe auch Hobgoblins jede Menge. Ich sehe Ogre. Ich sehe Orks. Also auf jeden Fall Orkschamanen. Für einen heiligen Kreuzzug sieht das sehr komisch aus, muss ich sagen. Da vorne eine Magierin, wahrscheinlich die Adjutantin oder sowas. Oder eine Unteranführerin der Armee. Und ja, Kayla. Kayla Argent. Ihr kennt meinen Namen, ihr kennt meine Gründe, aber ihr kennt nicht meine Geschichte. Ich komme aus einer edlen Familie, die in jeder Hinsicht gesegnet war. Die Argent sind für Großes bestimmt, möchte man meinen. Auch ich dachte so. Thinking I could do no wrong, I wronged many, far too many. In time I came to realize that my actions were not without consequence, that a price was paid, though it was not paid by me. In dem Gedanken, dass ich nichts Falsches tun könnte, habe ich viel zu häufig falsch gehandelt. Mit der Zeit bemerkte ich, dass meine Handlungen nicht ohne Konsequenzen bleiben würden, dass ein Preis dafür gezahlt werden müsste, wenn auch nicht von mir. I knew that had to change, but how? How might I redeem myself for my sins? For years I prayed for guidance. And then one day, one glorious day, an answer was bestowed on me by the gods themselves. Ich wusste, dass ich mich ändern müsste, aber wie? Wie könnte ich meine Sünden bezahlen? Jahrelang habe ich gebeten, jemand zu finden, der mich führen kann, und dann eines glorreichen Tages wurde mir meine Frage von den Göttern selbst beantwortet. Many have been taken from this world before their time. Lost in the Dragon Spear Wars, dragged down into the Nine Hells in defiance of the holy order of things. Viele mussten viel zu früh von dieser Welt scheiden, verloren in den Drachenspeerkriegen, hinuntergezerrt in die neuen Höllen, die heilige Ordnung der Dinge missachtend. Some believe they are gone, never to return. I know better. With you at my back, I swear to you, what was lost will be restored. Manche glauben, dass sie für immer verloren sind. Ich weiß es besser. Mit euch an meiner Seite, das schwöre ich euch, werde ich sie zurückholen. Werde ich zurückholen, was verloren ward. Oh, viele Ogre. Du starrst in das goldtrübe Wasser im Becken und siehst nur dein eigenes Antlitz im Wasser reflektiert. Haltet Ausschau nach alten Folianten und Schriftrollen, die verloren gegangenes Arcana wissen können. So. Ich sah im Becken eine Vision. Im Wasser eines weissagenden Beckens konnte ich sehen, wie Kayla Argent. Was zur. Konnte ich sehen, wie Kayla Argent zu ihren Anhängern sprach. Ich fange an zu verstehen, warum ihre Anhänger sie zu respektieren. Hi, wer bist du? Benoje, ich habe eine Nachricht für euch. Ich bin er. Was für eine Nachricht? Gibt schon er. Was für eine Nachricht? Toslang dankt euch für eure Hilfe und bat mich, euch diese Brosche als Belohnung zu übergeben. Ein Ionenstein. Oh, das ist praktisch. Pro Runde einen Trefferpunkt generieren. Also ja, ein Ionenstein, das können Leute am Kopf tragen. Und wir haben unser erstes Level Up. Ich habe die versprochene Belohnung vom Vampir erhalten, ja. Sehr schön. Aber Stufenerhöhung jetzt erstmal. Ein zusätzlicher Zauber des dritten Grades, ETW-Reduzierung. Zwei zusätzliche Okay, wir sind jetzt langsam an dem Punkt, wo wir nicht viele Trefferpunkte mehr kriegen. Und 10 Sagenkunde. Zauber der dritten Stufe. Könnte ich Magie bannen oder Magie zerstören? Gespensterform. Naja, da kann ich für wie lange? 2 Runden pro Stufe. Der Magiewiderstand des Anwenders erhöht sich um 25. Ich kann aber keine Zauber wirken. Also nicht so unbedingt hilfreich.
Nehme ich lieber noch einen zweiten Flammenpfeil. So, Stufenerhöhung für Safana. Bringen wir die beiden Sachen mal auf 100. Das ist dann schon mal gut. Und hier 10 Punkte in Illusionen entdecken. Mehr brauchen wir nicht unbedingt.